der linken Seite der Blechbüchse befindet sich ein Drahtnetz, das Anodengitter, und auf der rechten Seite ein Metallstab, die Kathode. Beide Elektroden sind über Isolatoren elektrisch von der Blechbüchse getrennt. Der Pluspol des Gleichspannungsnetzgerätes ist über den Widerstand mit dem Drahtgitter und die Kathode über den Messverstärker und das Ampermeter mit dem Minuspol verbunden. Der Stromkreis ist durch die Luft zwischen dem Anodengitter und der Kathode unterbrochen. In der Animation wird gezeigt, was passiert, wenn ein radioaktives Präparat vor dem Anodengitter angebracht wird. Durch die radioaktive Strahlung werden die neutralen Luftmoleküle ionisiert. Bei einer hohen Gleichspannung wandern die negativen Ionen zum Anodengitter und geben dort ein Elektron ab, während die positiven Ionen an der Kathode ein Elektron aufnehmen. In beiden Fällen werden die Ionen neutralisiert. Durch den Ladungsträgertransport fließt ein sehr kleiner Strom durch den Messverstärker, der einen Ausschlag des Ampermeters und ein Knacken im Lautsprecher erzeugt. Die vom radioaktiven Präparat pro Sekunde erzeugten positiven und negativen Ionen sind nur mit einer ausreichend hohen Gleichspannung messbar. Mit einer Ionisationskammer lässt sich also radioaktive Strahlung nachweisen.